Und eigentlich könnte man es auch fast wieder in die Liste der Großvater-Collection hinzufügen, weil wir haben ja ständig so Spiele, wo der Großvater stirbt oder die Großmutter stirbt und hinterlässt uns Land und dann müssen wir anfangen zu farmen. Hier wird's richtig hart. Hier stirbt nicht nur der Großvater, sondern eigentlich die ganze Erde, weil Planet Name, wenn jetzt aber jetzt mal, natürlich nennen wir das so. Genau, und weil die Erde stirbt und wir müssen dann hier anfangen, hier Gemüse und ganzen Krempel anzubauen. Ein kleines Tutorial gibt es auch schon, das hier oben. This biodome is your new home. From here you will start to build a base of operations. With your farming skills you need to provide for this planet's colonists so they can survive. Mit WASD bewegen wir uns, soweit so bekannt. Mit E können wir dann Menüs ansprechen, wenn wir dann Menüs haben. In diesem Fall dieses Menü. Mit R könnten wir vorne irgendwie Attachments dran machen, mit F hinten. Haben wir jetzt alles gerade gar nicht. Aber ja. Also, damit wir aber überhaupt anfangen zu spielen, müssen wir hier erstmal was bauen. Und zwar ein Selling Pit, 3D-Printer und die Research Unit. Dann gehen wir jetzt mal zu diesem 3D-Printer. Und continue. Dann sollten wir wohl vermutlich mal so eine Hake uns holen. Und dann irgendwie so ein paar Weltraumkartoffeln. Jetzt ist die Frage, wo ist jetzt bloß diese. Wo ist diese Harke hin? Ist die auch hier drin gespawnt und wir sehen sie jetzt einfach bloß nicht? Also da wäre jetzt noch total gut, wenn. Also erstmal die Kartoffel hier rausschieben. Wenn hier das Dach noch abgehen würde, damit wir hier was sehen. Okay, aber wo ist denn jetzt unsere Ho? Die brauchen wir doch. Dann kaufen wir sie halt nochmal. Wo ist sie jetzt hin? Gut, Yoshio, kannst du mir dann helfen, wo meine scheiß Hake hin ist? Die hätte doch da gerade spawnen sollen und ist jetzt nicht mehr da? Sie nicht. Was soll das? Ich kann hier halt auch nicht unendlich drucken. Ah! Warum auch immer. Aber jetzt war sie plötzlich da. Okay, cool. Alles wird gut. Wir können
das doch so machen, wie wir gedacht haben. Ich weiß jetzt nur nicht, warum sie irgendwie ein paar Mal despawned ist. So, okay. Und jetzt? Jetzt brauchen wir den Forklift. Gut, damit könnten wir das jetzt aufheben. Damit konnten wir das jetzt pflanzen. Wunderbar. Und dann noch dich hier. Und gepflanzt. Cool, jetzt wachsen die allesamt. Dann können wir hier noch als nächstes Attachment den Harvester bestellen. Damit können wir dann gleich auch Dinge abbauen. Wie tauschen wir das jetzt? Achso, wenn wir lange F halten, dann wird das gedroppt. So. Und jetzt können wir auch gleich hier drüber fahren. Und das alles harvesten? Oder auch nicht? Müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Und hallo Carina, schön, dass du da bist. Wie geht's denn? So. Genau, wir warten jetzt eigentlich hier. Und eigentlich könnten wir noch ein paar von den Viechern hier bestellen. Ich vergesse immer, dass E nicht der Button ist, den ich haben will. Ja, ich hänge. Noch die letzte Kartoffel. So, und ich glaube... Genau, so muss ich den ganzen Scheiß hier so reinwerfen. Können natürlich jetzt aber auch hier diesen Harvester nehmen und irgendwo abstellen erstmal. Wieder
das Ding hier holen. Und dann können wir hier alles jetzt wieder sehen. Bisschen was verkaufen. Genau. Hoppla. So, wieder loslassen. Wir haben noch jede Menge Platz, das zu sehen. Hier, da rein. Du, hier rein. Da rein. Den Traktor zu bedienen ist echt mühsam. Eigentlich sollten wir auch immer darauf achten, dass wir nicht zu nah sind eigentlich, wenn wir die neue Saat sehen. Dann ist es mit dem Abernten einfacher. Aber hallo Dorado, natürlich wird sich dieses Spiel so viel besser verkaufen als Stardew Valley. Hör doch allein die Musik. Also die Musik spricht schon halt schon ziemlich für das Spiel, finde ich, ja. So, dann hängen wir das mal hier wieder ab. Wir könnten eigentlich mal hier vorsichtstechnisch mal anfragen. Wir haben jetzt 53 Punkte. Da wäre doch total cool, wenn man hier mal diesen Scoop hier erforschen könnten. Genau, die Kartoffeln sahen schon fertig aus. Ich weiß auch nicht, warum wir sie vorhin nicht absernten konnten. So, was hier? Beim Pfarrer werden wiederholt Äpfel geklaut. Am nächsten Tag hängt da ein Zettel an dem Baum. Gott sieht alles. Am nächsten Tag steht drunter, aber er petzt nicht. Ach ja. Ah ja, und liebe Linas Frage natürlich mit den neu geernteten Kartoffeln direkt wieder anpflanzen, haben auch beantwortet. Und ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es sind einfach, weil es so galaktische Kartoffeln sind, sind es einfach riesen Oschis. Ich glaube, das muss so sein.
Ich glaube, das ist einfach die Zukunft. This is the future. Eigentlich müssten wir erstmal noch hier mit dem Ding durchfahren. Und mal. Ah ja, und da zerstören wir auch direkt unsere frisch gesäte Saat. Super Premium. Haben wir gut gemacht. Irgendwo landet jetzt diese Kartoffel. Ich bin mal gespannt, wo. Dankeschön. Und es ist aber eine sehr schnelle, krasse Ernte. Das ist schon wahr. Ich glaube, die Tage gehen hier einfach viel schneller voran. Was war das denn? So, haben wir jetzt mal fast alle Kartoffeln eingepflanzt. Die hier noch nicht. Und da hinten erst. Ewig viele. Es ist auf jeden Fall ein kleines, witziges Spiel hier, wo wir jetzt so ein bisschen unseren Bauerntrieb auslassen können. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir müssen nur ständig hier schauen, dass wir... Oh. Da ist jetzt die Kartoffel irgendwo hingeflogen. So, wo ist denn jetzt eigentlich unser Harvester? Ach, das ja. Oh, das wird jetzt gleich richtig schlimm. Ich versuche mal erstmal hier meinen Forklift abzulegen. Und dann gibt es auch hier jetzt das neue, den Scoop. Oder Scoop. Dankeschön. Aber wo ist er denn? Schön wieder weg. Ah. Jetzt. So, es ist jetzt auch... Cool, jetzt ist auch alles, glaube ich, fertig, ne? Fahren wir jetzt einmal so ganz viel drüber. Und dann fahren wir jetzt alles hier so rüber. Na stimmt, eigentlich müssten wir jetzt nochmal kurz alles neu
anbauen. Na. Na, egal. Das wird schon hinhauen. Wir müssen ja ein paar Leute doch hier irgendwie versorgen mit Krempel. Kartoffelauflauf hätte ich jetzt auch total gerne mal wieder. Irgendwie mit diesem Ding rumzufahren ist doch schon relativ mühsam. Ja, komm. Hier, Rinder. So. Erstmal hier das hintere Teil abwerfen. Und dann alles mal hier Neues. Wieder bereit für neues Saatgut. So, ne? Ist doch jetzt alles bereit. Den stellen wir mal irgendwo ab. Frage ist jetzt bloß. Achso, da drüben ist mein Forklift. Bin kurz Sorgen gemacht, wo ich den jetzt wieder finde. Überall sind diese dummen Kartoffeln jetzt, ey. Cool, dadurch, dass ich die eine jetzt aufgehoben habe, habe ich die andere jetzt komplett in der Gegend rumgeschleudert. Ich frage mich ja aber, wann wir dann auch jetzt neue Forschungspunkte bekommen, weil ich habe gerade gesehen, dass wir immer noch nur 3 Forschungspunkte haben. Was, das ist erst Tag 2? Krasser Shit. Ja, es ist jetzt gerade richtig viel Kartoffel. Lieber Lina, da hast du sehr, sehr recht, leider. Aber ich hätte jetzt schon voll Bock auf so einen echt guten Kartoffelauflauf. Es hat immer noch mehr Kartoffeln. Ich komme gar nicht mit den Pflanzen hinterher. Die scheiß Dinger werden schon fertig. Es wird jetzt auch gleich witzig, wenn ich dann da nochmal durchfahre, wenn alle fertig sind. Keine Ahnung, wie sich die Leute das gedacht haben. Mit den Kartoffeln überall. Da werden die jetzt alle fertig. Und steht viel Kartoffelspaß voran, in Aussicht. Ah, da bekommt man gerade Hunger, muss ich zugeben.
Wenn ich doch irgendwie mehr Kartoffeln als immer nur eine transportieren könnte, das wäre schon ein Premium. Hier noch 5 Felder, die Kartoffel brauchen. Und zack, Nummer 3. Ja, liebe Lina, da freue ich mich auch schon auf den Zahltag. Das wird richtig gut. So, jetzt hier noch die 2 Kartoffeln. Ne, 3 Kartoffeln einpflanzen. Das wird richtig gut. Jo, aber schlaf gut, lieber Nina. Schön, dass du da warst. Träum was Schönes und hat echt viel Spaß gemacht vorhin mit dem Stream. Hoffentlich kriegen wir das nochmal hin. Oh, Kartoffelauflauf, bisschen Käse, Spinat. Oh. Sehr gut. Nun schlaf du auch gut, Carina. War schön, dass du reingeschaut hast. Man sieht sich dann. Na. So, ich glaube, damit haben wir das dann auch gleich, oder? Das ist noch eine Kartoffel. So, können wir eigentlich schon mal. So. So, und jetzt ist die Frage, wo habe ich denn meinen Scoop gelassen? Jetzt mal seriously, wo habe ich den Dings gelassen? Diesen... Hä? Ist der weg? Ach, gö. Cool, die eine Kartoffel ist rausgepackt. Und die anderen hängen teilweise fest. Okay. Dann holen wir uns doch jetzt hier halt nochmal so einen Scoop. Wird schon irgendwie klappen oder so. Kurz dachte ich halt, dass es halt echt nicht mehr wird. Und jetzt mal Harvesting an. Überall Kartoffeln. Kartoffeln. Meine Fresse, das sind super viele. Ich glaube, wir haben auch gerade unsere Hake verkauft da drin. Ups. Okay, anscheinend kann man dort alles verkaufen. Gut zu wissen. Irgendwie so mit diesem Löffel funktioniert es gar nicht so geil, wie ich das gerne hätte. Obwohl, das ist doch jetzt eine ordentliche Ladung. So, wir hätten eigentlich mal überlegen müssen,
Ah, verdammt. Es ist ganz viele Kartoffeln rausgeglitscht. Hätten mal schauen müssen, was so eine ganze Ladung Kartoffeln denn eigentlich so einbringt an Geld. Es lohnt sich auf jeden Fall ziemlich, dieses Farmen hier im Weltall. Wir haben jetzt fast schon wieder unser Einstiegskapital drin. Ich glaube, wir haben angefangen mit 8000 oder so. Und jetzt sind wir wieder bei 5000, haben noch jede Menge zu verkaufen. Ich muss ja zugeben, im Screenshot dachte ich, dass das Pilze sind. So. Ja, lass mal hier raus fischen. Hier reinschieben. Ja, komm nur mal her. Da, hier rein. Oh, voll schwierig, den ganzen Shit da reinzubringen. Fliegen jetzt auch schon wieder Kartoffeln raus. Wir haben schon durch ein paar Glitches irgendwie ein paar viele Kartoffeln verloren. Ja, dadurch wird es gerade nicht besser. Meine Fresse und hallo Pia, schön, dass du da bist. Wie geht's denn? Wie läuft's mit Drucken? Bist du vorangekommen? Oder wehrt sich das Scheißdeck immer noch? Entspannt die Kartoffeln reinbringen. Komm, hier auch. Ich glaube, wir haben jetzt so langsam echt wieder unser Geld drin von Anfang an. So, nach 3 Stunden sind ca. 40 Blätter mal gedruckt. Oh. Total unvorbereitet. Das Gefühl kenne ich. Meistens ist man dann aber doch irgendwie vorbereiteter als man denkt. Also, weiß nicht, zumindest ist es bei mir so und dann klappt das schon irgendwie. Hast du schon viele Präsentationen gehalten oder ist es so eine deiner ersteren? Mit dem Kopfschmerzen ist halt auch wirklich scheiße. Kopfschmerzen ist so ziemlich das Schlimmste, finde ich. Also ich habe fast lieber echt das Bein gebrochen als Kopfschmerzen. Weil Kopfschmerzen, das ist so zum Kotzen.
Ah, diese Kartoffeln fliegen halt echt überall hin. Super nervig. Das ist halt seit Sonnabend. Die Kopfschmerzen. Das ist, okay. Damit würde ich halt echt mal zum Arzt gehen. Das klingt nicht gesund. Das klingt erst recht nicht normal. Ich drop mal hier diesen Harvester. Vielleicht sind wir dann ein bisschen schneller. Das wäre zumindest wünschenswert. So. Die fünfte große. Ja, an den Tagen ist, also so an so diesen warmen Tagen kann man eigentlich fast nicht genügend trinken. Da hat der Color Converter schon recht. Die Color Converter? Ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, ob wir das schon mal geklärt hatten, ob der die das. Ah, die. Dann habe ich mich doch richtig erinnert, glaube ich. Wir hatten das. Das hatten wir erst vor kurzem, ne? Wo du dich dann beschwert hast, dass irgendwer der gesagt hat. Aber dann, ich glaube, grammatikalisch war es richtig, weil es ein. Weil es der Fall, glaube ich, so vorgegeben hat. Selbst, also. Selbst bei dem. Selbst mit weiblichem Geschlecht. Ich weiß gerade nicht mehr. Ja, kurz zum TM. Weiß doch, bei mir verschwimmt irgendwie diese gesamte Streaming-Sache so ein bisschen. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert, dass ich das jetzt schon seit über einem Jahr mache. Also, es ist, ich bin seit über einem Jahr regelmäßig live. Es ist totaler Wahnsinn. Und es ist der totale Wahnsinn, dass immer noch Leute herkommen und zuschauen. Überhaupt auch, dass zum Beispiel jetzt Dorado jetzt sein Sub-Jubiläum hat. Okay, er ist jetzt ein Jahr lang, unterstützt er mich jetzt mit einem Sub und er war schon davor da. Also war gefühlt so einer der, ja, schon so einer der ersten, die hier auch da waren und jetzt immer noch hier sind. Das ist, vor allem, dass es dieses noch hier sind. Weil wir hatten ja schon viele treue Menschen da und es ist immer schade, wenn sie dann nicht mehr kommen, aber das ist das Leben. Also da kann mal sein, dass ich zeitlang irgendwie die wichtigste Person für einen bin und auch der geilste Streamer auch in deren Augen. Und irgendwann hat das halt ein Ende. Entweder habe ich was falsch gemacht oder irgendwas ist dazwischen gekommen oder ich passe einfach nicht mehr ins Leben. Das passiert. Ist zwar immer sehr schade, ich bin wirklich immer traurig, wenn sowas passiert, weil ich habe euch ja alle gern. Vor allem die jetzt regelmäßig daherkommen. Und, genau. Aber es ist halt schon krass. Und Color Converter, ich glaube, du bist ja auch schon wieder eine ganze Weile dabei, ne? So, jetzt hänge ich aber an dieser Stelle. Nee. Und wenn man sich mal überlegt, wie ich angefangen habe. Ich habe angefangen, Paladins zu spielen, weil ich irgendwie noch nicht schlafen gehen wollte. Wo dann plötzlich irgendwie, glaube angefangen haben, ein Dutzend Leute da zu sein. Da haben wir dann an dem Abend noch in der Nacht bis zum Morgen, wir haben, glaube ich, 10 Stunden oder 8 Stunden gestreamt, durchgängig. Da haben wir noch Skyrim angefangen und so Krempel, also ja, es ist wirklich arg. Und dann die ganze Sache mit, als PUBG dann in der Beta war, hab ich ja auch ganz viel dazu gestreamt und dann waren dann noch mal 100 Leute hier. Also es ist schon viel passiert in diesen anderthalb Jahren und von daher ist es krass. Und dass ich das halt immer noch machen kann, da habe ich halt wirklich ganz viel Glück. Und dass ihr mir immer noch zuschaut, da habe ich eigentlich fast noch mehr Glück damit. Und dass ich so tolle Menschen hier habe, die dann immer reinschauen. Ja, aber vielleicht gibt dir der Arzt ja was, das hilft, Pia. Und dann musst du nicht, dann kannst du vielleicht auch die Klausuren so schreiben. Weil mit Kopfschmerzen, also wirklich so richtig fiesen Kopfschmerzen, ich glaube, das hast du ja gerade, ansonsten würdest du dich darüber nicht so beschweren, dann mit denen die Klausur schreiben, das macht halt wirklich keinen Spaß. Ah.
Heute hast du 9 Gläser getrunken, krass. Warte mal, so. So. Aber ja, ich kenne das. Ich hatte es auch schon, dass ich. Ich habe ursprünglich nicht so viel getrunken am Tag. Ich musste mich dann, aber vor allem, weil es halt auch wirklich nötig war, habe ich mich dann halt angefangen zu zwingen, echt meine 1,5 Liter mindestens pro Tag zu trinken. Und es hat dann schon geholfen. Naja, und ich werde jetzt einfach hier erstmal neue Ho kaufen und damit dann weitersehen, weil, genau, weil ich habe jetzt keine Lust, das noch alles einzeln jetzt noch einzusacken. Wir werden jetzt einfach wieder hier neue Sachen anpflanzen. Wir werden jetzt auch mal dieses Moos anpflanzen, was wir da ja noch gar nicht hatten. Eventuell haben wir auch genügend Forschungspunkte für Weizen. Dann schauen wir uns Weizen an. Und wir schieben dann einfach den Rest von der Kartoffelernte dann mit rein, wenn wir dann ja, wenn wir halt fertig sind. So. Genau, wir könnten hier, genau, können wir mal diese Dinge erforschen. Ach, es braucht jetzt noch 2 Minuten. Okay, dann. Ja, warte, dann schieben wir dich jetzt aber irgendwo hier so hin. Wir versuchen jetzt mal mit den Kartoffeln, die wir noch haben, irgendwie Dinge anzupflanzen. Also ich habe ursprünglich ganz wenig Wasser getrunken, was wirklich nicht gut war. Was? Wo ist das Scoop jetzt hin? Nein. Der ist schon wieder weggepackt. Schweinerei, ey. Na komm, hier, da rein. So, hier noch die Kartoffel. Müssen wir mal schauen, was wir denn hier mit der Kartoffel machen. Ist halt echt blöd, die Kartoffeln da liegen halt teilweise sonst wo. Wir können sie halt nicht bekommen, weil die irgendwo auf Scheiße weggepackt rumliegen. Ach ja. Und da sind schon die ersten Kartoffeln fertig. Aber ist mir jetzt egal. Warte mal. Pflanzen das einfach jetzt irgendwo hin. Okay. Bock. Nein, komm runter. Ach so. Okay, du bist auch irgendwie. Ja, vielleicht sind 2 Minuten durch. Nee, 2 Minuten sind leider noch nicht durch. Lass mal schauen. Ja, ich kenne deine Probleme mit Ärzte. Pia, ich weiß. Ich versuche dich nur trotzdem hinzuschieben, weil so Kopfweh ist halt wirklich kein Spaß. Ach ja, Nacken entspannen kann auch helfen. Ich leg mir, also wenn da sich die Nerven verklemmen, dann ist es bei mir auch ganz schlimm, ganz oft. Deswegen. Das freut mich, Color Converter. Das. Der Grund, warum ich dir gefalle, quasi, ist mir quasi egal. Ich freue mich, dass ich euch gefalle, dass ich euch Freude bereite, dass ich euch Abendunterhaltung bieten kann. Das finde ich cool. Und wenn ich euch dann auch hier das ein oder andere total coole, seltsame Spiel oder auch einfach mal ein Spiel zeigen kann, das ihr sonst nirgendwo gesehen habt oder hättet und vielleicht auch dann schön finde, dass ihr das mal gesehen habt. Klaro, gerne. So, und heute eben nochmal gefressen, dann war es das für dieses Studio. Okay, dann. Oh, doch, und Pia. Definitiv. Du gehörst mitunter zu den Leuten, die ich hier am liebsten habe. Okay, definitiv. Ich freue mich immer, wenn du reinschaust. Damit das klar ist. So, dann probieren wir doch mal hier diese
diesen Pilz hier einmal. Okay, achso, da ist er. So. Einmal hier sind Pilzpflanzen. Das können wir noch so witzige Sachen pflanzen. Genau, wir haben ja noch so ein Moos. Okay. Das hatten wir auch noch nicht. Ach, da ist das. Und... Achso, in der Nacht stirbt das. Dann holen wir uns mal Karotten. So angeschnittene Karotten. Okay. Haben wir jetzt gerade Nacht? Ja, wir haben gerade Nacht. Dann sollten wir vermutlich keinen Weizen anbauen. So. So. Jo. Dann hau dich mal ins Bett, Pia. Ich wünsche dir ganz schöne Träume, eine gute Nacht. Komm guten Morgen hoch. Und viel Erfolg bei deiner GFS. Ich drück dir die Daumen. Kriegst du hin? Glaub an dich. Und wie gesagt, gerne wieder willkommen. Natürlich. Und genau. Und ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung mit deinem Scheißkopfweh. Das ist doch sonst Grütze. Naja, und ich glaube, die Leute, die hier auch sind, die haben dich auch gern. Zumindest glaubt der Dorado. Fünf. So, haben wir jetzt irgendwann mal wieder Tag? Ach was, das ist fertig. Ach so, scheiße, ich merke gerade, wir haben hier gar nicht drauf geachtet, dass die Leute hier ein bisschen sterben potenziell, weil wir ihnen keine nicht rechtzeitig noch Nahrung wieder zuschieben. Ups. ups. Ich glaube, wir müssen da mal kurz mal schauen. Kanake, warte, ich muss ehrlich sein, sogar das wäre mir recht. Wenn du hier eine nette Community findest, dann darfst du auch einfach nur wegen der Community da sein. Das, weiß ich. Ich bin einfach glücklich, wenn Leute glücklich sind. So seltsam das klingen mag, aber es ist tatsächlich so. Weiß nicht, glückliche Leute sind... Ich finde schön, wenn Leute glücklich sind. Das ist... schon immer so bei mir gewesen. Und deswegen, weiß nicht. Ich setze meistens, also ich setze eigentlich schon relativ viel dran, dass Leute glücklich sind. Auch wenn ich sie nicht mal kenne, teilweise. Nein, ich habe die Karotte abgemäht. Upsala. So. So, dann legen wir hier mal den Harvester ab. Ups. Und leider ist ja mein Scoop schon wieder verloren gegangen. Das heißt, wir dürfen hier diesen Unfug manuell pflanzen.
Ich weiß nicht, klingt das eigentlich seltsam, wenn ich das so sage, dass ich einfach glücklich bin, wenn Leute glücklich sind? Also nur damit ihr wisst, ich freue mich natürlich absolut dafür, wenn ihr wegen mich hier seid. Für mich ist ja immer noch so ein bisschen, keine Ahnung, absurd. Wenn ich mal so, also weiß nicht. Ah, ja. Ach, Color Converter, hier ist doch niemand salty. Hier wird vielleicht mal nett getrollt. Aber das ist, glaube ich, auch schon alles, was ich hier, was hier ist. Wir sollten echt wieder so einen dummen Scoop kaufen, der uns schon wieder verloren gegangen ist. Ich kann es ja nicht fassen. Die jetzt echt einzeln da reinzuwerfen, ist schon eher so behämmert. Nein, ich bin dich doch. So. Ich glaube, jetzt können wir hier echt einmal so durchfahren, ne? Ich bin ja echt froh, dass wir hier nicht so salty sind allesamt. Ich glaube, das wird mir schnell auf den Sack gehen. So, komm. Lass dich harvesten. Kommt ihr hier hin? Du bleibst da. Warte, eigentlich muss ich kurz hier die Ecke frei räumen, damit ich dann hier alles wegscoopen kann. Was? Oh. Harvester fliegt erstmal über die gesamte Karte. So, jetzt Gas beschlossen, kannst du. Okay, freut mich. Dann schlaf du gut und träum was Schönes. Falls was ist, wir sind da. Sag Bescheid. Ich kenne das, ich bin auch nicht gerne alleine. Deswegen habe ich meistens auch irgendwas laufen, auch wenn ich einschlafe. Ich weiß, fiese Energieverschwendung und so. Und das ist eigentlich nicht gut und so. Ich weiß nicht. Da bin ich dann egoistisch genug zu sagen, das will ich jetzt aber auch doch für mein Wohlbefinden haben. Achso, ne. So, dann dich mal hier ablegen. Hier, F. Dann wieder hier alles hinhauen. Also auch wenn das so ein bisschen ein simples Spiel ist, ich finde es eigentlich ganz witzig. Und es müssen ja auch nicht immer die super komplexesten Spiele sein, die man spielt, ne?
Hm, blöd, es ist Nacht. Nein, wo ist... Ach, wenigstens... Okay, er wurde uns wenigstens zurückerstattet. Also wir haben jetzt gerade gesehen, das Ding ist weggebuggt. Und das heißt anscheinend alle Dinge, die man so wegglitscht und außerhalb des Geländes hier landen, werden einfach direkt für den Gesamtpreis verkauft, den man sie gekauft hat. Oder halt den Wert, den sie wert sind. Und dann kann man sie... Okay, voll gut. So, dann holen wir uns nochmal den... Naja, eigentlich... Eigentlich können wir es jetzt auch gut sein lassen. Ich weiß es nicht. Wie lange haben wir jetzt das Spiel gespielt? Wird es vermutlich auch gar nicht so lange, ne? So eine kleine halbe Stunde vielleicht? Sagte er, es ist schon wieder eine ganze Stunde geworden. Krasser Mist. Ja, so viel dazu. Genau, dann würde ich sagen, ihr habt jetzt eigentlich genug von dem Spiel hier mal mitbekommen. Ihr wisst, wie es Grundprinzip abläuft. So wird das noch eine ganze Weile weitergehen. Wir werden Dinge pflanzen. Wir werden weitere Tools bekommen. Hier den Seeder zum Beispiel. Oder diesen Card, den wir jetzt auch über Forschung freischalten können. Wir bekommen Geld. Können irgendwann auch mal Bäume abhauen, die im Weg stehen könnten. Und wir kriegen dann mehr und mehr coole Sachen. Genau. Dann können wir also mal kurz schon mal speichern. Dann gehen wir ins Hauptmenü. Ein kleines, nettes Spiel. Das mir auch... Did you have fun? Yes! Genau. Hier wird dazu aufgerufen, was ganz wichtig ist. Also wenn man so Indie-Spiele spielt, dann ist es oft so, dass diese Indie-Spiele sehr unbekannt sind. Ne? Deswegen... Das ist auch einer der Gründe, warum ich das hier mit euch mache, damit ihr Spiele findet, die ihr potenziell so nicht gefunden hättet, weil ihr habt schon die Zeit, ganze Zeit nach Indie-Spielen zu schauen, also als normale Person mit einem normalen Job. Streamer sind da so, weiß nicht, ich würde außen vor. Ich würde sogar sagen, dass ich da nochmal in so ganz, auch so einer krassen Position bin. Also es gibt relativ wenige Indie-Streamer, gefühlt. Oder wenn, dann sind sie alle nicht so bekannt, könnte sein. Genau, und das sind dann die Leute, die sich dann wirklich ganz viel mit irgendwelchen Indie-Spielen beschäftigen, die sonst, wie heißen, sonst wo auftauchen.